geht nicht, zu einem Einsatz zu fahren, ein schwer verletztes Tier am Ufer eines Baches stehen zu lassen, mit der Begründung, dass die Böschung zu steil ist und man Angst hätte, da reinzufallen. Ja, dann wird man nass. Ich glaube, als Feuerwehrmann hat man öfter mal mit Wasser zu tun. Am Ufer eines kleinen Baches, da steht ein schwer verletzter Graureiher und den kann wohl in dieser Großstadt, die ich jetzt nicht näher bezeichnen möchte, niemand retten, denn nicht mal die Feuerwehr kann es. Denn die Feuerwehr war vor Ort und hatte Angst, sich nasse Füße zu holen und haben deswegen die Melderin am Ufer dieses kleinen Baches einfach zurückgelassen, haben die mit dem verletzten Tier da stehen lassen, weil sie nicht in der Lage sind, dieses Tier zu retten. Wir haben noch den Jäger angerufen, aber auch der Jäger konnte nicht helfen, denn er hat gesagt, er kann dieses Tier nicht schießen, weil er ein streng geschütztes Tier nicht schießen darf. Warum jetzt die Feuerwehrleute in diesem Ort nicht dazu in der Lage sind? Ich behaupte jetzt einfach mal, ich fahre jetzt gleich dahin und es dauert nicht lange und ich habe diesen Vogel unterm Arm. Und das wird kein Hexenwerk sein, das wird was sein, was andere auch können. Ich finde es aber irgendwo echt erbärmlich, wenn man nicht mal als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau dazu in der Lage ist, einen flugunfähigen Vogel unter den Arm zu packen und die Leute einfach da stehen lässt. Da fehlen mir echt die Worte für. Da kann man froh sein, dass diese Frau noch woanders nach Hilfe gesucht hat. Es gibt ganz viele Menschen, die in dem Fall einfach verzweifeln, weil sie sich sagen, wenn die Feuerwehr nicht mehr helfen kann, wer soll denn dann helfen? Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ich will nicht Feuerwehrleute grundsätzlich verunglimpfen. Ich arbeite super oft mit Feuerwehren zusammen. Da ergänzt man sich gegenseitig, da arbeitet man Hand in Hand. In Düsseldorf machen die einen echt super Job. Die fahren super viele Tierrettungseinsätze. Aber ein schwer verletztes Tier am Ufer eines Baches stehen zu lassen, obwohl man draußen vor Ort war, nur weil man sich keine nassen Füße holen will, das ist was, das geht gar nicht. Ich sage extra deswegen den Namen dieses Ortes nicht, weil ich nicht die ganze Feuerwehr in diesem Ort verunglimpfen will. Aber die Leute, die vor Ort waren, sorry, das geht nicht. Okay. Und die wären von der anderen Seite dann gekommen? Die waren hier. Auf dieser Seite haben die sich mit mir getroffen und haben sofort gesagt, da haben wir keine Chance, das machen wir nicht. Unglaublich. Also wir können da vorne runtergehen, da sind Treppen und wir können auch... Ja, es ist halt so, wenn ich jetzt von da komme, ja, kann es natürlich sein, dass der ins Wasser springt. Ich sag mal, was die Feuerwehr hätte machen können, die schicken da einen runter, ja, und die schicken da einen runter und dann kesseln sie den von beiden Seiten ein. Ja, dann fällt er ins Wasser, dann nimmt man einen Kescher und holt den raus. Ja. Ich meine, der wird ja jetzt nicht untertauchen und 50 Meter tauchen und dann woanders wieder rauskommen. Das ist keine Ente. Und da sagt er noch, wir kommen aber jetzt nicht mit Blaulicht. Da habe ich nur gesagt, jetzt gehe ich aus. Genau, ich würde hier jetzt runtergehen gleich. Aber wir gucken erstmal zusammen, wo du dann runtergehst. Und das ist denen zu steil? Ja. Gibt's doch gar nicht. Da ist er. Also hier durch wird er auf keinen Fall kommen. Ich würde mal sagen, hier kannst du runter. Weil hier sind keine Dornen. Hier kommst du gut durch. Okay. Gut, wenn wir uns sehen, also ich fahre gleich meinen Kescher komplett aus. Ja. Und wenn ich auf den zugehe, mache ich schon wirklich von außen. Dann siehst du ja, dann gehen wir einfach schön langsam auf den zu. Ne? Ach so, und halt deinen Kescher bitte, wenn es geht, nicht hoch. Ja. Weil der fliegt ja eh nicht hoch, halt den so runter. Ne? So, wir kesseln jetzt einfach von zwei Seiten ein. Sollte an sich kein Problem sein. Da ist er schon. Da steht er doch, der Kleine.
Mal aus. Okay. Der kommt auf dich zu. Okay, der wird springen. Der wird springen. Okay. Oh, Moment. So. Okay. Jetzt hänge ich hinten fest. So. Komm mal her, Kleiner. Achtung. Ja, ja. Oh, oh, das ist, ja, das sieht übel aus. Mhm. So, komm mal her. Ich weiß, das tut weh. Zeig mal deine Füße. Das ist der eine. Da ist der andere. So. Okay. Genau, einmal die. So, jetzt gucken wir mal. Kannst du mal kurz den Schnabel festhalten? So. Ja, pass auf, jetzt hältst du die Nasenlöcher zu. So, weiter vorne an der Spitze. Ja. So, und ruhig ein bisschen fester so. Nimm mal den Flügel an. Okay, der ist... Der ist fast ab, ne? Ja, der ist fast, der ist auch im Gelenk komplett ja. Umgedreht. Alles gut. Okay. Ich glaube nicht, dass... Das nee, ich glaube auch nicht. Ist aber auch alt. Das ist uralt. Den hier sitzen zu lassen, das finde ich fies. Riech mal kurz. Ja, schon ein bisschen älter. Ja gut, das stinkt ja auch, wenn er in der Köttelbecke war, ne? Willst du ihn wieder in den Kescher packen? Nee, oder? Nee, auf keinen Fall. Okay. Wir können noch nicht loslassen, ne? Nein, nein, alles gut. Nur die Füße. Und jetzt habe ich ihn. Ja. Okay. Ich weiß noch nicht. Jetzt gehen wir einfach in die. Ja, müssen wir, weil genau. War ein bisschen okay. Wenn irgendwas ist, da. Du kannst den Kescher einfach durch Zusammendrücken ineinander schieben, ne? Der muss nicht gedreht. Dass du weg bist. Ach so, ja, okay. Kann ich den hier so ein bisschen abstützen? Ja, ich hab ihn, ja. Okay. Die Tür auf. In meiner Hosentasche hier rechts ist der Schlüssel. Und dann musst du einfach nur auf diesen Aufknopf drücken. So, jetzt machst du mir die Tür auf. Erst die linke, dann die rechte. Du machst mir von der braunen Box auch noch die Tür auf. Ja. So, dann kannst du den mal, genau, am besten an den Füßen, hier an den Oberschenkeln greifen. So? Ja, genau. Mhm. Wenn du den jetzt so festhältst, kannst du dich ruhig gerade hinstellen, dann geht es nicht so in den Rücken. Ne? Und dann mache ich eben nur schnell einen Klebestreifen drumherum. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier was zu retten ist, aber ja, man weiß es nicht. Ja, Flügel durch. Auch blöd. Alles gut, Schatz. Hab keine Angst. Ja, alles okay. Alles okay. Mal kurz, ob das... Vorne noch festhalten. Mhm. Ich hab ihn hinten. Ja. Okay, lass mal los. Ja, vorne auch? Ja, kannst du loslassen, ich habe einen Hals. Okay. So, ja, für den Transport reicht das. Ist völlig okay. Komm mal her. So, du darfst auch ruhig aufstehen, ne? Okay, das war's auch schon. Kann ich schon mal einräumen? Ja.
Diesen Graureiher zu sichern war unwahrscheinlich einfach. Man brauchte dazu nur ein oder zwei Kescher und zwei Leute. Das ist alles. Und ich bin fest davon überzeugt, hätte ich die Melderin dort nicht zu Hilfe gehabt, ich hätte es auch alleine geschafft. Der Graureiher geht jetzt in eine vogelkundige Tierarztpraxis. Ich gehe mal davon aus, das wird heute sein letzter Tag gewesen sein. Die Verletzung ist sehr schwer, das ist eine alte Verletzung. Der Flügel ist gebrochen, es ist offen, die Wunde ist offen. Es ist, also man kann den kompletten Flügel einmal so rumdrehen. Da wird nichts mehr zu retten sein. Das ganze Gelenk wird zerstört sein. Ich glaube, dass dieser Graureiher mit großer Wahrscheinlichkeit leider den heutigen Abend nicht erleben wird. Es tut mir für das Tier unwahrscheinlich leid, aber gestorben wäre der so oder so. Man hätte ihn jetzt einfach nur noch mehrere Tage länger leiden lassen. Und ich denke mal, wenn man das verhindern kann, dann sollte man das tun. Besonders, wenn man sich mitten im Ruhrgebiet befindet, in einer Großstadt, wo Hilfe eigentlich kein Thema sein sollte. Ich finde es irgendwie erbärmlich, dass jemand von Düsseldorf extra hier hinfahren muss, nur um dieses Tier zu sichern. Ich kenne 10-Jährige, die hätten das hingekriegt, definitiv.